Willkommen zu Lars und Dan testen. Ja, und heute testen wir die Stoffwechselkur. Heute wird's mich verarschen. Lass mich mal riechen, nur mal riechen. Ich hoffe, er knickt nicht ein. Ich kann das nicht mehr. Ich bin schon voll am Ende. Ja, wir haben uns schon vollgefressen 2 Tage. Richtig, 2 Tage lang mussten wir uns übelst vollfressen, weil das sind die Ladetage. Exakt. Oh Mann, das ist so fertig. Ach, die Ladetage. Ich liebe diese Ladetage. Der Burger ist gekommen. Der Burger ist gekommen. Und mir voll ins Gesicht gewichst. Voll auf die Hose gefasst. Das ist mir noch nie passiert. Kaffee und Kuchenzeit. Kaffee und Kuchenzeit. Ich hab's mir auch einfacher vorgestellt. Zu essen? Ja. Du hast jetzt Bock gerade, ne? Kann man sagen? Ich hab grad voll Bock. Eben hatte ich keinen Bock. Jetzt hab ich voll Bock. Gerade in unserer Stoffwechselkur. Ja. Da. So eine komische Diät, ne? Ich werde jetzt frühstücken. Ich bin noch satt von gestern. Vom indischen Essen. Hätte nicht gedacht, dass der Ladetag so anstrengend ist. Mittagessen. Und der Dan? Hashtag Beyond, weißt du? Was ist dein Teller? Nachtisch, du musst doch Nachtisch essen. Ich hab so keinen Bock drauf, das ist so abartig gerade. Phase 1, fressen. Phase 2, Diätphase. Und das geht dann 21 Tage. Ja, das wird echt hart, Mann, weil da kriegt man Nahrungsergänzungsmittel, darf ganz viele Sachen nicht essen und muss total auf Fett, Kohlehydrate, Milchprodukte und Zucker verzichten. Aber bevor wir das machen, machen wir erstmal eine Körperfettanalyse. Ich bin gespannt. Ja, ich auch. Aber eigentlich bin ich ja top in Form. Ich glaube ja. Alter, ich habe 4 Kilo zugenommen. Es fließt ein Strom von hier durch deinen Körper bis in die Füße und misst durch Wasserwiderstand, wie viel Muskeln und Fett du im Körper hast. Daumen drauf, Arme fallen lassen. Okay, einmal absteigen. Das druckt jetzt, das heißt, jetzt ziehe ich das ganz kurz und dann ist der nächste dran. Oh Mann, ich bin mal echt gespannt, Mann. Ich kriegst voll viele Elektroschocks. Das heißt echt? Nein. Ja, und stehen bleiben. Autsch. Hey, ruhig bleiben, ruhig. Der schlimmste Teil. Ich fühle mich schon dünner. Ja, ich wollte gerade sagen, der schlimmste Teil des Programms liegt jetzt hinter dir. Ja, das ist ja so ein bisschen unterschiedlich. Ne? Bei dir ist es ja ganz okay. Ne? Bei dir müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Was wir jetzt hier oben sehen, ist der Anteil eures sogenannten bösen Bauchfettes. Das böse Bauchfett ist das Fett, was so Verursacher ist, wird gesagt, von Bluthochdruck, Diabetes, Schlaganfall. Bei dir ist der Wert jetzt weit über 100, weil er sollte idealerweise 100 oder drunter sein. Ja, also im Moment ist er drüber, bei dir ist er im Moment noch drunter. Aber wenn ihr jetzt nichts ändern würdet in eurem Ess- und Bewegungsverhalten, wo das mal hingeht, ne, bei dir siehst du, ist so ein bisschen mehr. Aber die Skala würde bei 40 enden. Das meinst du entsprechend? Nein, damit will ich jetzt nicht sagen, dass du bei 40 im Grabe liegst. Aber wenn du nicht aufpasst, hast du vielleicht schon, wie alt bist du jetzt? 25. 25, kannst du dann die Gefahr, dass du vielleicht mit 35 tatsächlich schon die Diabetes hat oder sowas. Ja? Das muss ich mal so brutal sagen. Okay, also ich bin krank. Das ist Fakt, ne? Normal, stark, normal, balanciert, normal. Muskulös. Ich habe ganz viele weit über. Das ist nicht gut. Scheiße, ey. Das ist auch rot. Ja, ich weiß. Du bist hier, guck mal, da bist du theoretisch. Das hat mich am meisten schockiert. Wir werden jetzt sehen, wie Dan wirklich schlanker wird. Okay, alles klar. Wir nehmen jetzt unsere Pillen. Also das sind einmal die Entgiftungspillen, davon 4 Stück. Dann haben wir die Zellenregenerationspillen, 2 Stück davon. Und so eine lustige Omega-3-Pille. Mhm. Mach dir. Pillen nehmen. Ach cool. Also das war nicht schlimm. Nein, das war, kein bisschen schlimm. Und jetzt machen wir den Shake und dann trinken wir gleich den Shake zum ersten Mal. Und man hat uns gesagt, dass der echt scheiße schmecken soll. 2, 3, Ex! Gar nicht mal so schlecht. Meinst du ernst? Ich muss mich echt zusammenreißen. Ich vertrag das irgendwie gar nicht, habe ich den Eindruck. Der Shake war schon scheiße. Ich vertrag's ziemlich gut. Also mir geht's blendend. Bis auf, dass ich ein bisschen Magenknochen hab. Wir haben jetzt 17 Uhr
Und ich habe so Kohldampf, das glaubt ihr gar nicht. Ich bin so heiß drauf, jetzt irgendwas zu fressen. Und es ist unglaublich schwierig, gerade zu widerstehen. Also ich werde es packen, auf jeden Fall. Aber es ist irgendwie noch so eine Kopfsache. Ich versuche jetzt auch irgendwie so viel Wasser wie möglich zu trinken und Kaffee. Aber ich darf halt nichts essen. Erst in 2 Stunden wieder und dann ja auch nicht viel. Heute sind wir auf einer Grillparty eingeladen von Endemol. Wir dürfen da gar nichts essen, weil ich glaube, das Fleisch ist mariniert. Das heißt, das ist Tabu für uns. Das wird hart. Und am schlimmsten ist es, dass wir kein Bier saufen dürfen. Oh, Würstchen, geil. Oh, Fleisch, geil. Brötchen, geil. Was ist das? Oh ja, Essen. Fuck, das regt mich gerade so auf, ne? Ich hab's gewusst. Es gibt noch nicht mal Gemüse. Das dürfen wir nicht. Das dürfen wir, Kaffee. Wir müssen uns gleich noch Wasser holen, damit wir da überleben. Da gibt es ja nur Bier und Cola und mariniertes Fleisch. Okay, das esse ich jetzt gerade. Ich darf es eigentlich nicht. Aber irgendwas muss man ja essen. Das darf eigentlich nie jemand sehen, ne? Das ist verboten. Ja, es ist ein bisschen Marinade. Aber das ist ja auch das Einzige, was wir gerade essen. Das ist ja Abendessen. Ich weiß aber nicht, wohin das führen soll. Ich fühle mich gut. Ich habe schon abgenommen. Keine Ahnung, ich habe schon wieder ein Kilo abgenommen. Also Kopfschmerzen habe ich ja hier und da und das ist echt gar nicht so ohne. Das hätte ich nicht gedacht. Das ist ganz schön krass. Was gibt es gleich zum Mittagessen? Oh, aber Thunfisch ist geil. Ja, aber nur hat 2 auch geil. Oh, nur 2 für Dan? Ja. Ist ja doof fürs Abendessen. Ich hasse es hier, ne? Du gehst hier die ganze Zeit an so Fresseständen vorbei. An jeder Ecke riecht es nach Frittenfett und gebackenem Fisch. Ich hab da voll Bock drauf. Ja, das ist jetzt mein Salat. Ich finde es diesmal auch gar nicht so schlimm, obwohl ich Fischstäbchen auch gerne mag. Brauchst du Schlag Mayo dabei? Gute oder was? Nee, schon gut. Also ich gewöhne mich immer mehr dran, muss ich sagen. Ich hab Bock drauf. Ich hab übelst Bock auf Brot. Mit. Keine Ahnung, egal, irgendwas drauf, Nutella oder. Boah. Nein, ist egal, was ist da? Lass mich mal riechen, nur mal riechen. Oh. So, darf ich vorstellen, meine Kreation? Mittagessen. Oh ja. Es gibt nichts Geileres. Also, wenn Kaffee verboten wäre oder Espresso, dann. Ich habe tatsächlich über 6 Kilo abgenommen. So, ich finde, man sieht es an einigen Stellen, sieht man es schon ein bisschen, aber ich spüre es vor allem an den Hosen. Mein persönliches Ziel sind 15 Kilo, aber das ist echt hart, weil eigentlich nimmt man in der ersten Woche am meisten ab. Tja, Dan kommt in die Hölle und das mit dem Abnehmen ist da seit heute jetzt vorbei, würde ich sagen. Das ist nämlich alles. Das ist alles. Ja, das ist nämlich mit Dressing und Öl. Das gesagt, das mit dem Abnehmen ist jetzt vorbei. Ja, Dressing und wahrscheinlich, wir wissen ja nicht, was im Dressing drin ist. Ja, aber es ist so ein Notfall. Das ist wie wenn Moslems auf einer einsamen Insel sind. Bla bla bla. Guck mal, was ich esse. Ich esse König Frischkäse, weil ich herausgefunden habe, dass man das darf. Dan hat also immer weniger. Bock. Ich hoffe, er knickt nicht ein. Er muss echt aufpassen, damit wir ihn nicht mit 40 beerdigen müssen. Ich glaube, man muss mit ihm reden. Ich glaube, das ist nötig. Ja. Ich fühle mich gut eigentlich, aber ich kann nicht mehr dieses Essen essen, weil mir fehlen. Du bist auch echt eingeschränkt, ne? Also ich muss sagen, immer wenn ich zu Hause sitze, Cornflakes esse und so, du darfst gar nichts essen. Ich sehe immer, was Lars so an geiles Zeug hat und ich habe irgendwie nicht den Nerv, das so geil zuzubereiten wie Lars. Lars schafft das und seine Mutter macht auch ein bisschen was für ihn. Meine Mutter kann ja nicht kochen. Ja, heute machen wir. Ich kann das nicht mehr. Ich bin schon voll am Ende. Gott, wir haben noch nicht mal die Hälfte rum. Die Hälfte ist erst in 2,5 Tagen rum. Ja und? Ich kann auch die Scheiße nicht mehr fressen. Was denn für eine Scheiße? Ja, dieses Zeug, was wir essen müssen. Das Gemüse und ich kann das nicht mehr sehen. Das kotzt mich an. Von wegen Varianten und so. Es ist immer derselbe Scheiß letzten Endes. Ja, aber Fastfood ist auch immer derselbe Scheiß letzten Endes. Ja, aber da habe ich eine ganz andere Auswahl. Ja, aber alle Sachen, die fett machen und dich ins Grab bringen. Und bei den anderen Sachen. Vielleicht sterbe ich dann glücklich. Oh Gott, ich bin so froh, wenn das vorbei ist. Ja, aber dann kannst du nicht wieder losfressen, das ist schon klar, ne? Du musst eigentlich am Ball bleiben. Ja, ich bleib ja dann am Ball. Aber ich darf dann auch mal eine Pizza essen. Nur jedes Mal, wenn ich am Bahnhof vorbeigehe oder so und Frittenfett rieche, werde ich geil. Das geht so genau. Köter.
Wie so ein Köter, der gerade. Ja gut, das geht mir. Danke, du weißt schon. Ja, mir geht's ja genauso. Wenn das Bein rammeln will, was ihm ja, aber hey, kommt. Wir so kommen in meiner Welt. Wie kommst du eigentlich damit klar? Hey, dass ich jetzt bald so sexy bin wie du und dann wird man eher auf deine Körpergröße aufmerksam. Weil dann heißt es nicht, oh Lars, der ist voll durchtrainiert, sondern oh Dan, der ist durchtrainiert. Lars auch, aber der ist ziemlich klein. Vielleicht zu Dan. 18 Kilo? Das war voreingestellt. Mädchen. Hey, wir wollen nicht gegen das System ankämpfen. Oh Scheiße. Gegen das System. Gott, ich hab, glaube ich, gleich schon ein Sixpack. Ich glaube, ich kann aufhören. Okay, das ist echt scheiße. Hey Leute, Lars hat für mich gekocht. Und das hier sind keine Frikadellen, sondern Frikandeln. Keine Ahnung, was das ist. Frikandeln. Was ist das denn? Tartar-Frikadellen. Frikandeln ist noch was anderes. Oh, Entschuldigung, Tartar-Frikadellen. Fuck mich nicht so ab, okay? Vor der Kur war ich ja mindestens einmal am Tag richtig fett scheißen. Und irgendwie ist das jetzt während der Kur nicht so. Manchmal gehe ich 2-3 Tage lang nicht kacken, das ist echt krass. Und ich bin echt froh, dass ich jetzt auf dem Pott sitze und zumindest einen kleinen Haufen mache. So, Tag 12 von 21 und Daniel fühlt sich sexy. Oh Mann, und wie? Ich habe voll viel abgenommen. Ich habe mich heute noch nicht gewogen, aber ich habe mich heute im Spiegel mal genauer betrachtet. Nackt. Und ich muss sagen, ich kann auch wieder Klamotten anziehen, die ich jahrelang nicht anziehen konnte. Und die sehen auch nicht mehr scheiße aus. Und ich habe auch den Eindruck, dass ich einen ziemlich sexy Arsch in diesen Boxershorts habe, die ich mir neulich gekauft habe. Cool. Wir rücken immer näher. Und Dan ist jetzt auch wieder motivierter. Ich habe schon 10 Kilo runter. Mein Telefon klingelt, ich muss mal ran. Hier nimmst du. Was wohl passiert, wenn ich 10 Kilo abnehme? Du wiegst weniger als ich, Meta. Das ist echt peinlich, das darf nicht passieren. Wie fühlst du dich eigentlich? Na, ich muss sagen, wenn die Mahlzeiten zu lange her sind, schlägt es auf meine Laune und meine Kreativität. Na, no, das stimmt. Glas ist immer voll angepisst. Den ganzen Tag schon. Das stimmt nicht. Doch, seit Wochen. Speckschnecken. Das habe ich noch nie gesehen und nie gehört. Aber es ist einfach fantastisch. Es ist wunderbar. Und ich habe so übelst Bock. Allein der Geruch. Und die sind auch so mundgerecht, die Dinger. Guck dir das mal an, das ist so übelst. Und ich habe echt den Eindruck, seitdem wir diese Stoffwechselkur macht, gibt es hier echt jeden Tag irgendeinen geilen Scheiß in der Küche. Oh Gott, das ist ja sehr gut, okay? Also jeder im Büro kann es bestätigen, dass Lars in den letzten Tagen ziemlich gereizt ist, würde ich mal sagen. Oder was sagst du, Lisa? Ja, es macht keinen Spaß mehr. Wie eine Diva, ne? Der hat auch immer, und auch immer so eine Fresse. Ach wirklich? Ja, ja. Lars. Das ist halt dein Maul. Ich will essen. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass mir irgendwas fehlt. Ich habe keine Ahnung. Also die gewisse Energie. Vielleicht mache ich auch irgendwas falsch, aber ich weiß definitiv, so werde ich die Diätphase nicht mehr machen. Im Prinzip kann ich gar nicht mehr. Der wievielte Tag ist heute, Lars? Der 21. Oh Mann. Der 21. Tag. Aber das dürft ihr doch gar nicht, oder? Ist mir doch scheißegal. Ich wollte fragen. Aber das hilft dir doch gar nicht. Nur am Rummeckern. Gar nicht wahr. Wir haben es so gut wie geschafft. Wir sind gespannt, was die finale Körperfettanalyse ergibt. Ja. Denn die haben wir jetzt gleich. Achtung, Achtung. Hey, lass absteigen. Ja, was meinst du? Hast du die 12% geschafft? Ich habe ja gar kein Ziel gehabt. Ich dachte, du wolltest auf 12% Körperfett kommen. Und du hast gesagt, du willst ein 8-Pack haben. Wenn du jetzt beides nicht hast, hast du ja nichts davon erreicht. Ja, stimmt. Ich hingegen sehe ja schon, dass ich gewonnen habe. Es geht aber gar nicht um Gewinnen und Verlieren. Was, du bist jetzt wenigstens 40 Jahre alt. Trotzdem habe ich gewonnen. Das viszerale Fett war bei dir schon vorher in einem guten Bereich. Mhm. Bei der ersten Messung war 56,0. Jetzt ist es bei 42,6. Perfekt. Dein Gewicht, dein Anfangsgewicht war 72,3, ist jetzt bei 67,1. Das heißt, gute 5 Kilo abgenommen. Oh, scheiße. Auch bei dir zuerst das viszerale Fett. Das lag vorher bei 159,2. Er ist jetzt runtergegangen, es geht noch besser. Klar, aber du hast auf jeden Fall schon Erfolge erzielt. Das heißt, du bist wirklich schon mal gewaltig runtergegangen. Dein Gewicht, dein Startgewicht war 127,6 nach 21 Tagen
115,7. Okay. Das ist sehr gut. Krasser Scheiß, ja. Und dabei habe ich gerade voll viel gefressen. Also. Damit kannst du in unsere Hall of Fame. Echt? Ja. Ich komme in die Hall of Fame! Ich komme in die Hall of Fame! Ich will so ein Bild haben in einem Rahmen. Da aber. Ja, so ein Mitarbeiter. Aber. Das wäre der Hammer, Mann. Nee, also ich würde dir auch empfehlen, das einfach vielleicht immer in 3-4 Monaten nochmal. Ja Gott, ich kann das nicht nochmal machen, echt ohne Witz. Ich dachte, ich warte jetzt, bis die Pillen erfinden, die das machen. Ich habe keine Fragen mehr. Ich habe auch keine Fragen mehr. Ich glaube, ich bin mit dem Ergebnis abgesehen, dass ich muss immer. Ich bin auch super zufrieden mit dem Ergebnis. Nicht nur, weil ich gewonnen habe. Sondern auch, weil ich in die Hall of Fame komme. Gewonnen, ey. Ich habe überhaupt nichts mit Gewinnen zu tun. Hall of Fame, Leute! Und was hat sich getan? Naja, also ich habe in den ersten beiden Tagen nach den 21 Tagen nochmal 2 Kilo abgenommen. Habe dann aber wieder 2,5 Kilo drauf. Danke, 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 danke. Aber vielen Dank für die Unterstützung. Lars. Kein Problem, immer wieder gern. Und bei dir? Um die 5 Kilo habe ich nach der Stoffwechselkur verloren. Dann habe ich natürlich langsam angefangen, normal zu essen, weil mir fehlte die Energie. Das heißt, ich bin jetzt wieder auf dem Altgewicht, wenn nicht sogar noch ein paar Kilo mehr, weil ich mache das nie wieder so. Also bei mir ist so, ich esse auch wieder normal, esse aber auch viel bewusster, weil manchmal denke ich so, oh, jetzt lieber nicht. Und ich werde auch schneller satt. Habe mich so eingependelt bei minus 12 Kilo. Ich habe schon überlegt, ob ich es vielleicht nochmal mache nach Weihnachten. Wie sieht es bei dir aus? Würdest du es nochmal machen? Ich würde es so, nee. Also ich kann das auch nicht mehr. Ich habe das gemerkt beim Sport, mir fehlte immer die Energie. Ich habe aber auch 4 Kilo Muskelmasse abgenommen. Aber all diese Details werdet ihr wahrscheinlich in unserem Diary sehen, genau. Weil wir haben so viel Material gefilmt. Ab heute auf Scene Take 2 könnt ihr ja jeden Tag ein neues Video sehen und euch so ein bisschen durchwühlen, falls euch das Thema interessiert. Wir haben echt viel gefilmt. Ich glaube, ich habe auch 1-2 Mal geweint. Echt? Ja. Also, wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, besonders mir, weil ich so viel abgenommen habe. Ja. Und schaltet nächstes Mal wieder ein, würde ich sagen. Exakt. Tschüss!